Möchtest du mit einem Online-Coaching-Business durchstarten, deine Kunden zukünftig online finden, zum Beispiel mit digitalen Produkten, die du erstellst und die du dann mit passivem Einkommen verkaufst? Dann habe ich hier 5 Punkte für dich, wie du dein Online-Business noch stärker positionierst und wie du garantiert dann herausfindest, für was du wirklich da bist. Mach dir zu allen Punkten jetzt Notizen und dann legen wir schon los. Erster Punkt, um online durchzustarten, du brauchst natürlich eine Vision. Also wohin geht's bei dir dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wie siehst du dich in der Zukunft arbeiten? Soll das Ganze eine Akademie sein, die dann weitestgehend ohne dich funktioniert? Oder bist auch immer du noch darin involviert und hast dann einfach Stammkunden? Zweiter Punkt, deine Mission. Also das, was du gut kannst, das, was ich nicht kann und das, was kein anderer kann, nämlich du hilfst übergewichtigen Männern und Frauen jenseits der 120 Kilo abzunehmen ohne, keine Ahnung, ohne Diät. Also dein Elevator Pitch, wer bist du, was macht dich einzigartig? Für jedes Online-Business solltest du so spitz wie möglich deine Nische gefunden haben. Also wenn wir schon mal beim Thema sind, wie sehen diese Menschen aus, die du da betreust? Was wollen die nicht? Was haben die für Glaubenssätze, wie es nicht gehen kann? Also nicht mit Sport zum Beispiel abzunehmen. Und das wird dann deine Nische sein. Punkt 3. Ganz nah dabei. Punkt 4, deine Zielgruppe. Denn für wen ist das Ganze? Das hängt natürlich von dieser Person ab, die du da betreuen möchtest. Für die du etwas hast, ein 1:1-Coaching-Produkt, ein Gruppenprogramm, Online-Kurse, Mini-Kurse oder eben ein Gratis-Produkt. All das hängt ab von den Bedürfnissen, von den Wünschen deiner Zielgruppe. Und die wollen natürlich von dir kaufen, von deinen Werten. Das Einzige, was dich von 100.000 anderen Coaches entscheidet, bist du und deine Art, etwas zu verkaufen. Also guck nochmal, wie du bist, wie die Leute sind, die, für die du etwas hast. Die sind vielleicht etwas ähnlich mit dir oder vielleicht warst du das mal vor 10 Jahren. Orientiere dich hier an einer ganz, ganz kleinen Gruppe. Umso mehr Erfolg wirst du haben. Hier kommen wir auch schon auf Punkt 5, nämlich was dich unterscheidet von anderen Coaches, ist natürlich deine Einzigartigkeit. Denn dich gibt es nur einmal, deine Werte, deine Besonderheit, dein Outfit, deine Art zu sprechen, deine Art, dein Video zu machen, deine Art, deine Posts auf Instagram zu schreiben oder Fotos zu machen und so weiter. Nutze diese Besonderheit von dir, denn sie ist das Einzige, was nachher der Vertrauensvorschuss sozusagen dir ermöglicht, deine Kurse zu verkaufen. Denn die Leute wollen dich, wollen dein Angebot, so wie du es dann nachher aufbaust und positionierst. Nimm hier einen besonderen Augenmerk auf das Thema Einzigartigkeit, denn der 100.000. Heilpraktiker, der mir einen Kurs zum Thema Selbstliebe verkaufen will, ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber wenn du hervorstichst und anders bist als andere, mit anderen Farben, mit anderem Look, mit anderem Wording, auch in deinen Texten, dann wird man auf dich aufmerksam und dann will man auch gerne bei dir kaufen. Nutze auch dafür Werbeanzeigen, denn das ist ein Katalysator, um mehr als nur organisch zu wachsen, sondern natürlich auf dich aufmerksam zu machen, auf deinem Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn oder wo auch immer du auch bist. Im Blog erfährst du noch mehr Infos zu diesen 5 Punkten, die du beachten musst. Und wenn du Bock hast, noch mehr Strategie in dein Coaching-Online-Business zu haben und schneller Geld zu verdienen, nämlich innerhalb von wenigen Monaten dein Business mit einem gut funktionierenden Sales-Funnel aufzubauen, dann freue ich mich auf unser Gespräch. Buche jetzt einen Leuchtturm-Check über meine Webseite und lass uns schauen, wie auch du mit den 5 Punkten dein Online-Business sichtbar machen kannst. Alles Liebe, deine Joe Thiemer. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.